Der Start ist frei, es geht in die erste Linkskurve hinein. Die beiden Mercedes haben sich sofort in Führung gesetzt. In der Reihenfolge Schlesser und Baldi. Ludwig lauert dahinter, attackiert jetzt schon Baldi, der geschickt zusperrt. Stuck hat sich schon um einige Positionen nach vorne gebracht. Da spricht die Angst aus diesen Gesichtern. Um Himmels Willen, hoffentlich merkt das niemand von der Rennleitung. Die Mechaniker haben alle ein schlechtes Gewissen, ganz klar. Und sie zittern jetzt. Aber ich sehe, dass hier unsere Kommissare, die technische Entscheidungen treffen, haben das wirklich noch nicht bisher gemerkt. Die können uns Gott sei Dank auch nicht hören. Und ich hoffe nur sehr, dass unser Kollege Kalli Hofstadt, der die Streckenreportage macht, fürs Publikum das gar nicht erst anspricht, damit es niemand merkt. Das ist eine Dramatik jetzt. Meine Güte. Das wird Güte. Natürlich heftige Diskussionen nach dem Rennen auslösen. Also es ist im Moment noch keine Diskussion bei der Rennleitung. Jetzt kommt aber möglicherweise da Leben ins Spiel. Natürlich wird die Konkurrenz da auch die Augen aufhaben. Die werden jetzt sagen, den müssen wir rausholen, da besteht große Gefahr. Nachher kriegt da einer von unseren Leuten. Ist das der Peter Sauber? Ja, das ist Peter Sauber. Oh. Er ist auf dem Weg zur Rennleitung. Und er wird natürlich versuchen, jede Möglichkeit zu nutzen, die das Reglement bietet, sein Auto in die erste Position zu bringen. Wenn man den Rennleiter darauf hinweist, dass es gefährlich ist, wenn Klaus Ludwig die Flasche verliert, dann muss man ihn hineinholen, dann wird dann die Flasche entfernen. Das würde bedeuten, Schlesser ginge wieder in Front. Und man muss mal abwarten, wie sich die Rennleitung jetzt hier in einer solchen Situation entscheidet. Jetzt gibt es Ärger, Freunde, glaube ich, denn der Peter Sauber, der Teamchef von Mercedes, zeigt jetzt dem Rennleiter, da liegt die Kanne bei Ludwig am Heckflügel. Und jetzt geht der Ärger los. Jetzt wird der technische Kommissar hinzugezogen in die Diskussion. Das ist aber legitim. Man kann dem Peter Sauber gar nicht böse sein. Ich glaube, der Peter Falk wäre umgekehrt genauso hingerannt.